So, und da sind wir wieder bei The Forest. Ich gehe jetzt erstmal, weil ich jetzt endlich mal das auch ausprobierend haben wollte, wie das Zeug hier einfach immer noch ist. Ich werde erstmal rumrennen. Leider ist noch kein Fisch hier drin, den wir mitnehmen könnten, deswegen gehe ich auch so. Ich will mich nämlich ein bisschen umgucken. Manche könnten jetzt sagen, mir wäre langweilig, weil ich hier die ganze Zeit baue, aber nein. Gestern habe ich in der Aufnahmesession ja probiert, durch Wände zu gehen. Das will ich jetzt nochmal intensiver probieren. Insofern möglich. Und da wir hier so einiges an Gegnern haben, mittlerweile, könnte das vielleicht sogar spannend werden. Einfach so schon implizieren, dass die anderen Folgen nie spannend sind, weil die Gegner ja nichts tun. Oh ja. Da kommt auch schon der erste Armsi. Kaumann ist auch da. Die sind dort hinten auf der Freifläche. Die mir sogar empfohlen wurde. Obwohl die ist, glaube ich, ein bisschen. Ist die hier direkt oder ist die dort? Da vorne sind die auf jeden Fall. Ein Armsee, Virginia, zwei Cowmen. Also dieselben wie letztes Mal. Das hört sich aber an, als wenn da noch ein Armsee in der Nähe wäre. Ich wollte eigentlich hier nur die Koffer öffnen. Ja, das kommt mir immer mehr, also dieses Update, ne, das kommt mir immer mehr wie der Mod vor den, der YouTuber Broadband in sein Let's Play reingetan hat. Ne? Den gucke ich ja jetzt des Öfteren mal. Weil da war das halt auch so. Kamen ganz viele Mutanten. Eigentlich müsste ich die sogar töten jetzt. Weil wenn ich die nicht töte, werden die mich verfolgen. Egal, ob sie mich jetzt sehen oder nicht. So, Rennen ist gesund. Gewicht geht aber nicht wirklich runter. Muss ich noch mehr rennen? Ja, wenn du einmal dick bist, ist vorbei eigentlich. So, das hier müsste ich eigentlich noch für die Leute zeigen, die die Base noch nicht gesehen haben. Das Teil da. Da könnte man durch die Wand durch. Hier hat man auch direkt Fische. Wie geil ist das denn? Weil hier drunter ist eine Base von mir. Ist nur etwas schwierig, manchmal da reinzukommen. Hier könnte ich das halt vollkommen verbessern. Wenn ich hier einfach nur so eine. Naja. Bank hinsetzen würde. So, rauskommen ist natürlich auch schwierig. Vor allem, wenn wir die Mutanten hier noch in der Nähe haben. Das wäre natürlich jetzt
schon scheiße, wenn die jetzt kommen. Und die kommen. Das weiß ich einfach. Und wenn die nicht kommen, dann kommen die normalen Kannibalen. Die normalen Kannibalen. Da oben hatte ich ja auch noch eine Base. Dürfte eigentlich sicher sein, weil dort kommt ja nie jemand hin. Ich müsste eigentlich auch mal echt im Wintergebiet mein Glück probieren mit der Wand. Obwohl ich glaube, hier vermutlich könnte man auch durch. Ist nur nicht hier die beste Art und Weise. Warum mache ich das eigentlich jedes Mal? Ja, hier kommst du durch. Also hier könnte man in der Wand leben. Falls ihr das vorhabt. Kann ich euch empfehlen. Könnt eigentlich auch mal wieder eine Höhlentour machen. Welche Höhle habe ich noch nicht? Ich habe so ziemlich alle Höhlen. Ich finde es auch komisch, wie wir in dieser Session das erste, was wir an Gegnern sehen, es sind einfach direkt Mutanten gewesen. Also große Mutanten, Supermutanten. Die anderen sind auch Mutanten. So ist ja nicht. Na? Warum auch immer ich hier reingehe. Ich habe hier eh nichts zu holen. Ich frage mich ja, ob das jetzt die einzigen Mutanten auf der Map sind. Warte mal, das Geräusch habe ich ja noch nie gehört. War das eine Eule? Da war so ein. Hat sich eine Eule angehört. So, ich guck mal. Mir geht's nicht so toll. Da wollte ich nicht reingucken, ich wollte hier reingucken. Lawyer's Cave habe ich noch, obwohl ich den schon gemacht habe. War der letzte. Die letzte Höhle, in die ich reingegangen bin. Hier, sowas bräuchte ich eigentlich auch mal für einen Multiplayer. Diese Schälchen, weil die habe ich nicht im Multiplayer. Sieht aus, als könnte man da unten leben, weil der Boden so anders ist, als wenn man durchfallen würde. Boah, hier hatte ich ja auch voll oft schon eine Basis. Keine Ahnung, wo ich so richtig hin will. Guck mich nur um. Das sollte ich hier eigentlich nicht machen aufgrund von Krokodilaktivitäten, aber. Naja. Ich finde es halt auch komisch, wie die das Spiel extrem schwer gemacht haben. In den Tagen hier. Wo ich jetzt bin. Weil es vorher halt nicht so war. Da waren die Gegner immer gleich schwach. Konnten nix, kam auch nicht unbedingt mehr. Jedenfalls bei mir nicht. Scheinbar ist das bei anderen immer anders, weil bei mir passiert halt so nie wirklich groß was, was mich fordert, weil ich mich auf irgendeine Art und Weise schützen kann und nicht immer rumheul. Da ist übrigens ein Boot voll Meer. Ist das nicht cool? Hier wollte ich ja auch mal eine Treppe hinbauen, ne? Also so eine Kreistreppe. Aber von unten müsste ich die bauen, nicht von oben. Von oben werde ich da nicht weit kommen. Aber von unten kann ich die nur bauen, wenn wir zu zweit spielen. Oder mehr Leute haben. Weil dann wirft mir immer einer Holz runter. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Mutanten gehört.
Da in der Mitte vom See könnte man auch gut was bauen. Ich weiß nur nicht, ob ich das auch machen sollte. Ich habe dort in der Ecke viel zu viel. Ich höre doch Mutanten. Ich frage mich ja, wie das jetzt dort vorne an der Base ist. Hatten wir ja auch relativ viel Aktivität eigentlich. Ich bleib immer bei diesen Häusern stehen und gehe da hoch. Nur um nachzugucken. Wird immer noch dick. Warum auch immer. Ist da ein Toter? Ja, ist es. Ich glaube, die anderen Leute kommen ja auch generell eher in der Nacht, ne? Deswegen haben wir auch erst die Mutanten gesehen, weil die spawnen ja mehr am Tag. Vogel. Sollte ich mich eigentlich schnellstmöglich in ein Gebiet begeben mit, ja, mit einer Base von mir. Sonst könnte das hier noch gefährlich werden. Ich hoffe mal, der Energy Mix Plus gibt mir nicht irgendwie mehr Fett, aber das macht auch wenig Sinn, wenn das Fett geben würde, oder? Ist ja so gut wie gar nichts dran. Hier sind die. Oder das sind andere. Das sind Cowman und Armsi. Zwei Leute. Ja, Cowman, Armsi, zwei Leute. Die kommen auf mich zu, ne? Oder? Sind halt hier auch einfach nur in dem Moment jetzt gespawnt. Ich weiß, das ist jetzt nicht so toll, so hier vorbeizuschleichen. Für euch jetzt. Aber es ist schlauer, als jetzt hier vorbeizurennen. Ich könnte vorbeirennen, aber dann habe ich den auch hinter mir dann im Nacken sitzen. Und das nächste sichere hier in der Nähe ist dort hinten die Base. Und das dauert. So, jetzt kann ich rennen. Das hört er vermutlich eh. Oder vorne wird alles voll sein. Alles voll mit Bäumen jetzt gleich, ne? Passt auf. Ja. Alles, was ich weggehauen habe, wieder da. Ich hasse das. Und hier müssten auch ganz viele Mutanten gleich spawnen. Ich habe mir einen richtig blöden Weg hier ausgesucht. Ich höre die Geräusche immer noch ganz, ganz leise. So, und das hier habe ich ja auch noch nicht fertig gebaut gehabt. Müsste ich ja eigentlich auch noch machen. Hat mein Handy gerade geblinkt? Ich hoffe mal nicht. Ja, der Cowman wird hier in die Base gleich kommen. Glaube ich. Oder in Richtung von dieser Base gehen. Ist dann natürlich nicht so toll. War eigentlich noch Bilder? Nicht wirklich. Und ich muss immer noch die obere rechte Hälfte da freikriegen. Warum sind einige Teile da rot gekennzeichnet? Heißt das, die habe ich schon oder ist das einfach nur ein Texturenfehler?
Denn auf der gesamten anderen Map habe ich nur die Farbe Schwarz. Ich glaube nicht, dass er sich extra dafür einen roten Stift gekauft hat. Ja, Stärke geht nicht hoch. Von dem ganzen Pennen ist die Stärke auch runtergegangen. Extremst. Muss reichen. Ne, hier will ich nichts anpflanzen. Ich will eigentlich wieder zurück zur anderen Base oder zu einem Platz, wo ich halt gut wird ausprobieren kann. Da komme ich jetzt nicht so schnell hin, ohne in Gefahren zu laufen. Und pennen will ich auch nicht, weil ich dann ja wieder Stärke verliere. Das ist irgendwie voll scheiße. Ich frage mich ja, wie schwach die ganzen Leute sein müssen, die halt also jedes Mal pennen. Das geht voll auf die Stärke, ey. So, da vorne wäre die Base direkt. Müsste ich irgendwie hinkommen. Ach, da hinten ist Licht. Das ist eine voll dumme Idee jetzt, ne? Ach komm. Das Blöde ist, bei der Base, wir haben nur zwei Eingänge. Heißt, wir müssen direkt, wenn wir da hingehen. Das nehme ich doch mit. Auch wenn da vorne jetzt gerade Leute kommen. Nicht mit mir, mein Freund, aber essen, essen, essen. Na, mein Reh. Da habe ich euch auch noch mal eine Geschichte zu erzählen. Das werde ich aber erst in der nächsten Folge erzählen, weil ich glaube, jetzt gucken nicht mehr so viele Leute und dann werdet ihr das gar nicht mitbekommen, diese Geschichte. Ist ja furchtbar, wie lahm man hier croucht. Die sehen mich aber nicht. Oh, hier ist das scheiße. Hier sieht man mich. So, ich bin da. Scheiß auf Eingang. Ach Mist. Dann nehmen wir den Eingang. Sind wir auch mal in der Folge wieder rumgelaufen? Aber um die ganze Insel fast? Ne, wir waren in dem Bereich halt gar nicht. So wirklich. Wir sind da kurz hingelaufen, aber sind nicht bis zum Ende gelaufen. So, ich denke, die Mutanten werden auch bald hier aufkreuzen. Aber dann kann ich euch ja eine Geschichte bezüglich eines Rehs erzählen, die mir passiert ist. Also in der nächsten Folge. Weil die Geschichte ist schon sehr cool. Jetzt ist der Fisch vergammelt. Warum hatte ich überhaupt einen Fisch dabei? Habe ich die Tür eigentlich oben geschlossen?
Ich hoffe es. Warum habe ich hier eigentlich nur vergammeltes Zeugs? Ist ja scheiße. Ja gut, dann würde ich erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.